es dann wohl. Oh, nie wieder. Hörst du Tage? Nie, nie wieder. Tage? Was mache ich mir vor? Oder Tante? Alles kommt irgendwann zurück. Da ist es ja. Da ist was? Die Kotze. Das ist Tack. Wer ist Tack? Bruder, oh, Tack oder was? Ja, auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Ah, viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Soll das ein Anspielung auf Robin Hood von das Bruder Aufhören Tuck sein? Das ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Donnerstag. Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schlimme Schatzmarkt, Oso, doch, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Oh. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Ja, ich will mir Geld zurück. Fans. Weißt du? Da hast du die Chance ist 1 zu 7, dass du einen richtigen Tag sagst und du sagst einfach den richtigen Tag blind raus. Ich fühle mich gerade wie so ein Zauberer, ne? Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Ja, wo finde ich Toni? Kennst du dich mit Visionen aus? Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pa, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ja. Das nennt sich Kater, mein Freund. Lustige Erfindung. Ich muss verhindern, dass die Sonne aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Ich habe einen rosa Elefanten auch gesehen. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja. Ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich kann mir nicht drauf verlassen. Hilfst du, komm, deck dann eh nichts. Eine Skizze. Eine Skizze vom Senkrechtsein, keine Ahnung, ich will eine Mütze. Nein, das ist zum Ballon, da war ich schon. Dann, ich würde sagen, auf nach Kuwak. In die schöne Stadt, die wir in Teil 1 mit einem Knall verlassen haben. Er kommt, alle Mann auf Position, und dann... wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Ist Tetanus jetzt... ein Gott? Soon. Was macht er da? Das sieht nicht lecker aus und nicht gesund. Hallo Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Hä? Jedes Dein Jahr? Name war? Soon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Cevapcici mit mehr Che
und deutlich weniger Shishi machen soll. Weißt du, wie man einen Elefanten weißt fängt? Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Erste Frage. Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Also, ich wohne in der Stadt. Bei mir gibt's ungefähr ganze null Elefanten. Und auch keine rosanen. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Und zumindest habe ich auch noch nicht so viele Drogen genommen, dass ich irgendwelche gesehen habe. Generell was... Oh doch! Ich weiß nicht, kennt wer von euch den Film Dumbo? Diese Dumbo, der fliegende Elefant, der Typ mit diesen Mega-Ohren. Da gab's rosa Elefanten. Da habe ich mich als kleines Kind habe ich das immer geguckt. Und der in einer Szene verschluckt er so Seife. Und da kommen so ganz viele Elefanten und die haben halt verschiedene Farben, so seifenblasenmäßig, oder die ändern halt die Farbe. Und da waren auch rosa Elefanten dabei. Die fand ich früher als kleines Kind gruselig. Das waren noch Zeiten, da hatte ich noch. Das war noch Videokassette. Das war noch so ein richtiger Oschi. Ich meine, das Ding ist größer als... Was habe ich hier gerade rumliegen? Was ist... Uncharted 4 liegt hier gerade die DVD... Ich kann wieder nicht reden. Nicht die DVD davon. Wie nennt sie das? Die Spülehülle. Das, wo die CD drin ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, das Ding ist, wenn du es in der Länge ein bisschen... Also in der Breite ein bisschen kürzt, ist das... viel kleiner. Als ein scheiß Dumbo. Dumbo, wohlgemerkt Dumbo, der Film ging, keine Ahnung, maximal eine Stunde. Eine Stunde 20, was weiß ich. Ja, ich glaube, viel zu viel Scheiße. Es gibt hier einen Elefanten. Das ist das Schöne, wenn ich abends auch... Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich werde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. Wer hat ein Wombat im Zirkus? Also Wombats sind jetzt nicht die Zirkustiere. Hier gibt's wirklich einen. Nein, kann ich. Ja, kann komm. Ich mir die gib mir die Knarre. Ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Ja. Soon kommt nur einmal im Jahr, zu jedem Grill Donnerstag. Ist kein Ding, dem verzeih ich das. Uns keine Ideen geben. Doofe Idee. Kannst du mir das Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill Donnerstag ist Murmeltiertag. Das sieht aus wie ein Wombat auf dem Grill. Alle Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee, Murmeltiere. Plot-Idee. Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt man Grill Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Na dann, Grill und Rode gut. Das hatte ich vor. Aber das ist jetzt echt schön, weil... Oder was heißt schön? Weil in Teil 1 wollte ich hier runtergehen und das freut mich gerade, dass wir... Das, warum leuchtet das so? Dass wir da jetzt herkommen.
Ja, erstmal mit der Band reden. Die Was Band sieht cool aus. Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey, boah. Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Okay, die wollen nicht spielen, kriege ich das Ding. Kann ich mir die Elefantenbütze ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere. Ich bin zu viel zu die Profi dazu. Da braucht viel leider und die Blau und die. Okay. Das ging schnell. Oh mein Gott. Nein. Okay, sorry. Ich bin mitreißen lassen. Guck mal, die kennen wir doch. Also die kenne ich nicht. Doch, die kenne ich auch, aber... Die kenne ich auch immer mehr. Die hat was ganz Tolles gemacht. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Das ist der Typ, der da oben am Vogelapparat saß. Das ist der Typ, der die Sprengung gemacht hat, der Hannes, der uns Schnutzipu nannte, weil Schuss haben wollte. Und ich guck mal, ob ich ganz machen kann. Das ist Wenzel, den kennen wir auch. Waschschublade. Oh, Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Sag nochmal. Maya, Willi. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Rattenjunge, also... Der arme Rattenjunge Maya kann sich nicht mal richtig minimal Kleidung leisten. Minimal Biene Maya. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Egal. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge, passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Boah, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen... Ich würde wirklich gern, aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobstlegen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Kann ich mit Wenzel reden? Wenzel? Bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ja, teilzunehmen, Alf. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit dir auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte Ach, doch, Quatsch. Ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr habt euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Macht ihr mal Nasenbein hat man zwei und warum haben die Kindergarten? Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie auch recht. Also in Deponia 1, 2 und 3 gab es keine Kinder. Oder gab es da Kinder? Doch, Baby Bose. Und die Dinger, die wir in der Kanalisation hatten in Teil 3. Aber vollkommen unrelevant. Das ist ein Glück. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Oh Gott. Kann ich mir... Das irritiert mich ein bisschen, das Geräusch. Die räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Kartoffelhalbiermaschine. Dafür brauchen wir erst die Folienkartoffel. Ja, dann auf in die Kneipe. Einen weg. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Bist du überhaupt ein Mann? Jetzt bin ich gespannt. Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto.
Rede nicht so über Lotto. Meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Toni gut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen ich habe gerade... Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto. Bitte, ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knickknack? Ich habe... Eigenartig, ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Ja, und ich glaube, ich weiß, was danach mit Lotto passiert. Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Ist jetzt Lotti.